You are not skilled in the art. Oh, oh Gott! Alter! Hi Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Attack of the B-Team zusammen mit dem Slushy Blue TV. Hallo! Von Slushy Blue TV. Und dem Chris, der schon wieder verschollen ist. Es gibt ja ein Running Gag hier bei uns. Ja, alle. Wir behaupten immer. Oh, ich sehe dein Loch. Alter! Flo, dreh dich mal unauffällig zu mir hin. Ich sehe es gerade aus dem Augenwinkel. Ich spring hier gerade so cool runter. Wenn du sagst, ich sehe dein Loch. Ja. Dann wissen wir auch, wo Chris ist. Können wir da Lava runterkippen, um ihn zu ärgern? Da unten ist ja Wasser. Da kannst du Lava runterkippen, wie du willst. Da unten ist schon Lava. Also, ach so. Ausmachen, ich dachte, wir ärgern so, ich werde jetzt noch gerade kurz die Wand im Erdgeschoss noch schnell machen und dann gehe ich mal in eine Höhle, weil es wird so langsam mal Zeit, dass ich mal so ein bisschen was erkunden gehe. Dann darf der Mann mal in eine Höhle, schon schwert es ja nichts hier. Yay! So, ein Cleanstone brauche ich noch. Steel, Iron Chest so. Brauchen wir. Ich brauche einen Block of Iron. Wieso will ich denn da rein? So? Das geht ja noch. Haben wir noch irgendwo Iron? Wir haben doch ganz viel Iron gehabt. Genug, mit Sicherheit. Ich glaube, ein ganzes Stack haben wir jetzt vorher mal ein paar Stacks sogar reingepackt. Ja, ich wusste ja, viele. Da war mal was. Block. So, einmal zack hier. Hab ich sonst irgendwas vergessen? Da. Wer ist eigentlich, da, wenn ich mal wieder eine Eisenfarm baue? Kenn die noch auswendig. du, eine Eisenfarm kann ich auch auswendig. Aber nicht die Eisenfarm. Welche ist denn bei dir die Eisenfarm? Ja, meine eigene, die ich mal hier aufgestellt habe. Achso, okay. Ja, nee, das weiß ich nicht. Ich habe ja eine eigene mehr oder weniger. So, jetzt guck dir mal die Kiste an hier, Flo. Entworfen. Ja, da ist kein Platz mehr drin. Ne? Guck dir mal die neue Kiste an, die ich gesetzt habe. Das ist gut, ich brauche nämlich Platz, warte. Und das ist eine Also gleich voll klatschen, Mist, geht nicht mehr. So, ich brauche Eisen. Wo finde ich Eisen? Hier, habe ich gerade reingeschmissen. Genug Eisen, ne? Super, ich schnapp mir mal 12. Weil die gehen noch besser. Also es gibt auch Diamantkisten und je größer sie sind, umso größer ist halt der Inhalt dann. Du, ich meine, mit Diamantkisten wäre auch nicht schlecht. Wir haben ja genug Diamanten, ich guck oder? Ich gucke jetzt gerade, was habe ich hier? Also das war jetzt die Iron Chest. Aber wie doof bin ich eigentlich manchmal? Dann gibt's so die. Und auf die Frage will ich keine Antwort haben. Wollte ich noch was sagen? Ich habe aber vergessen. Oh, da brauchen wir aber Block of Gold. So, was brauche ich denn noch das hier? Das jetzt nochmal gleich. Was hatten wir gerade nochmal für ein Thema? Bist du vergesslich, aber ich weiß es auch nicht mehr. Wir hatten ein Thema. Ja, über was haben wir gerade nochmal geredet? Also, das Flo doof ist, hat er gesagt. Du hast ein davor Thema. Ich wollte raus, das hat schon geschlagen, aber wollte raus. Ich war gerade so verwirrt, ich so, hä, wieso ist da jetzt ein Diamant drinne? Das Alter ich mir Schwede. Gedacht, das ist völlig, Was? Nee, das kann ich. Warte. Das muss ich nochmal probieren, ne? Das ist. Wie habe ich toll. Das? Toll, und jetzt fehlt mir ein Eisen, egal. Dann wird daraus Fackeln gemacht, ein paar. Mann, was wollte ich denn jetzt, ey? Das weiß ich nicht. So. Werd alt. Ja, du vor allen Dingen. Ja. So, alt. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf Erkundungstour, Leute. Was? Ja. Hast du die Wand fertig? Die Wand im Erdgeschoss ist fertig, ja. Ja, okay, dann verschwindet. Das Haus ist noch nicht fertig, oder wie? Nee, aber die Wand im Erdgeschoss wenigstens ist nicht mehr zurückzuhalten. Folge 10 haben wir eben gesagt, darf er mal raus. Ja. Dann lassen wir mal die Kette locker. Für hey, ich habe Freilauf. Voll cool. Ja, aber nur, die Zeit läuft, ne? Nur noch 14 Minuten. Scheiße, warte, schneller. Oh, ein Schaf. Oh, ein totes Schaf. Du sollst die Schafe nicht töten. Hier sind
so weit weg hier. Ach, bist du losgeflogen oder was? Ja, natürlich. Nee, ich bin los. Ah ja, fliegen kann ich ja auch. Ach, ich ja, bin wenn ja ich erkunde, würde ich fliegen. Guck mal, ob ein Dorf alles so finde ich, weil in Dörfer gibt es als coole Sache. Also, da drüben ja, ist. Nee, über das normale Weg, hinaus ne? gibt es da cooles Zeug. Also, Zauberbücher und alles. Also. So, ich flieg da mal ein bisschen los. Ich weiß nicht, wohin. Gib dir Hier ist auf jeden Fall Eis. Da ist eine riesen Eisfläche und eine Palme. Ja, da ist eine Palme und hier ist überall Eis. Das ist auch ziemlich interessant. Ja, ist wirklich eine riesen Eisfläche hier. Sonst ist hier wirklich nichts. Ey, das ihr seht, alle sind unterwegs, haben ihren Spaß. Nur ich arbeite im Keller, ne? Ja, du bist ja auch ein Kellerkind anscheinend. Das Kellerkind, ja. Oh, da unten ist eine Insel, sehe ich gerade. Ah, was, was haben wir denn hier so Schönes? Chris badet wieder in Lava. Hier ja. sind so komische Viecher, das ist... Okay, ich habe hier einen Eisenbärenbusch. Cool, nehm ihn mit. Ja, doch. Wie soll ich den mitnehmen? Ich hab keine... warte, ich hab noch... Kannst du, glaube ich, mit der Faust abbauen? Was hat er? Ist normal einfach abbaubar, du sollst nur nicht dort stehen bleiben. Oh, fuck. Warte mal, verstehe ich das gerade richtig? Sind das hier Kohleblöcke? Ja, es gibt auch größere Kohlevorräte, denke ich. Also ich sag, ich kenne Cobblestone. Ich habe jetzt hier zweimal einen Eisenbärenbusch. Also ich kenne Attack of the B-Team auch nicht, aber ich kenne halt Feed the Beast und da sind viele von den Mods auch mit drin. Okay, ja gut, das macht... Das ist kein Cobble, das ist... Ach, das ist es. Ah, ja, jetzt wird ich wieder... Endlich haben wir gefunden. Ja, genau. Ich hatte schon Sorgen, die haben es ja nicht hier. Nee. Nein, und zwar ist das, was war das nochmal? Ich hab's gerade gelesen, das ist ein Basalt-Cobblestone. Ah, okay. Mhm. Also hier, wo ich bin, ist wirklich nur stumpf. Nur stumpf ein bisschen Wasser, das war's. Oh, da oben ist eine fliegende Insel. Eine schleimische. Ja, eine schleimische. Du musst mal gucken, ob Mammutbäume finde ich, weil die sind richtig geil. Ich weiß nicht, ob es die hier gibt. Da kann man eigentlich ganze Häuser drin bauen, im Stamm drin schon. Die sind echt geil. Okay. Ich habe da auf jeden Fall einen Baum gefunden, der hat rosa Blätter. Jawohl. Was ist denn das für ein Baum hier? Oh, das ist ein Cherry. Den baue ich mal ab und bring uns die Dinger mit. Links, ne? Das war der erste Baum, den ich im Singleplayer gesprengt habe, als ich dieses Modpack das erste Mal drin hatte. Ja, stimmt, das hast du erzählt. Aber immer Saplings einsammeln, also ich finde da... Ja, ich bring alles mit. So, die haben wir schon mal. So, und davon geht's weiter. Was haben wir hier? Oh, ganz viele Höhlen sehe ich gerade. Und hier ist so ein Riesenbambus. Nimm mal Bambus mit, damit kann man gut schlagen. Also, ja, das ist halt so ein extrem großer Bambus. Hier, ne? Ja, wohl. Also was ist das denn hier? Ein Blaubeerbusch. Sehr gut, Nahrung. Nicht, dass wir Nahrungsmangel hätten, aber der bringt auch Nahrung. Gut, ich klopp den mit der Schere ab, ne? Kannst du einfach abhauen. Also, nimm. Ja, jetzt sagst du mal, dass er abhauen soll hier. Es gibt auch XP-Bücher, denke ich. Da kannst du XP-Farmen mit. Okay. Also, die sind grün. Also, normal, glaube ich, sind die unterirdisch. Ich habe schon welche gefunden. Ich habe die aber liegen lassen. So, ich habe jetzt ein paar Blaubeerenbüsche. Blaubeeren habe ich, Kirschen, drei Kirsch-Saplings. Ich glaube, ich bin vorher schon mal an solchen vorbei, aber die habe ich liegen lassen, weil ich nicht wusste, was es ist. Strawberry Bush. Aber XP bekommst du sowieso extrem schnell. Ich habe jetzt mittlerweile 36 Level. Ja, aber wenn man halt hier das noch nebenbei, weil das kann man ja nebenbei laufen lassen. Ja, das stimmt allerdings. Ne, weil es gibt ja dann auch Erntemaschinen und so, und dann tut man halt nebenbei die XP einsammeln, ohne dass man hinlaufen muss oder so. Ja gut, das macht natürlich das auch Sinn. Das schadet ja nichts. Nö, das stimmt wohl. So. Hier sind auch wirklich nur stumpf ein paar Inseln, das war's. Es gibt hier kein ordentliches, großes Festland.
Was sind wir eigentlich? In welche Richtung bist du denn davor geflogen? Ne, wir sind auch eine etwas größere Wir Insel. sind auch eine Insel, okay, weil doch da dieser verseuchte Wald war. Ich dachte, da geht es Ja. hinaus weiter. Wir sind die, bis jetzt die Ah, so größte eine Insel von denen, die ich Halbinsel. gefunden habe. Okay. Die, die sonst hier so sind, sind alle voll klein. Hier sind noch ein paar Kirschbäume, aber Das ist ja doof. ich habe ja schon Saplings. Ja, hier sind echt nur stumpf ein paar Inseln, das war's. Wo Kirschbäume. bin ich eigentlich gekommen? Was ist das Das für ein interessiert Baum mich. hier? Das ist ein Pier Leaf. Was ist denn Pier Leaf? Das ist Food Plus. Ach, Pier ist Birne. Ist richtig. Gut, einen Birnenbaum haben wir auch noch nicht, ne? Nee. Ja. Allerdings, ich habe mich wieder verlaufen. Ja, Ich glaube, du musst uns mal was sagen, was wir noch nicht wissen. Versuch gerade. Ich möchte mal ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen hier. Ja, Ich bitte. weiß genau, wo ich bin, zum Beispiel, könntest du mal sagen. Es würde dir keiner glauben, aber es wäre immer so. Es wird auch sehr, sehr interessant, wenn ich den Weg zurückfinden soll, weil ich bin wirklich weit weg. Also ich habe ja auch die Koordinate mir extra mal aufgeschrieben, ne? Oh, du Glücklicher, das habe ich nämlich nicht Weil ich gemacht. letztes Mal auch dachte, verdammt, da, wie ich nur den Ofen gesetzt habe, dachte ich, verdammt, ich finde den Ofen nicht mehr. Ah ja. Okay, das war jetzt hier noch eine kleine Insel. Ich fliege jetzt Aber noch mal habe ich ein eigentlich schon bisschen mal erwähnt, dass weiter ich Kamel südlich. hasse? Ja, ich glaube so ein oder 3000 Mal In dieser Folge? in dieser Folge. Ah, du hast Fenster gesetzt. Ah, schön, schön. Ja, sichi. Keine Ahnung, vermutlich. So, da vorne ist noch eine ganz kleine Insel. Da wächst elendes Gras in meinem Garten. Da ist Weg aber mit auch dir. nichts drauf. Ah, Ein eine Kirschbaum und eine Kaffeebohne. Palme. Müde? Das gibt's aber gar nicht. Was ist denn los? Ja, ich weiß es. Oh, da Angst. vorne ist ein Eisbiom, ein Schneebiom. Ja, Und das sieht größer Schnee. aus. Und das ist ein Haus. Lol, ich habe ein Haus gefunden. Wenn es ein einzelnes Haus ist, da steht eine Hexe drin. Ist vielleicht Das. ein Hexenhaus, ja. Da steht was drin. Ich weiß aber nicht, was das So ein sein Topf soll. könnte auch drin sein. Aber ja. Ja. Da Ja. ist eine Hexe drin, die greift mich aber nicht an. Ja, Oh, mit Hausi. der kann ich auch quatschen normal. Ich hab die einfach vorher geschlachtet. Die Sache nehme ich dann auch You an dir, sind do sie nicht not interessant. interest me. Ne, Okay, was genau habt das ihr? sagen sie nicht immer. Ich weiß nicht, wie man interessant wird für die. So, die Alles hatte nur ein hell paar Äpfel in der Truhe. Das ist ja ein bisschen langweilig. Schade. Okay, aber die hat gerade ganz komisch gelacht. Das war echt creepy ein bisschen. Oh, da vorne sieht's so aus, als wenn da noch ein Haus. Ja, oh, da vorne ist noch ein Haus. Bitte ist das hier, hier bitten, hier war ich doch noch, Mann. Da Nächste. vorne. Alter, hier geht ja voll die Party ab. Ja, ich hab Was rausgefunden. zur Raus, raus, Hölle? raus, 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 raus. Was denn? Hier sind so viele Party-Enderman Du hast und Mallorca gefunden? kleine braune Babyschokokühe. Also ich mach mir jetzt einfach mal eine Dia-Rüstung. Alter Falter. Boah. Du hast Malle gefunden, oder was ist das? Ja, aber komplett. Hier geht gerade echt die Party ab, ey. Ach du Scheiße. Okay, da vorne ist das Haus, das wollte ich ja noch inspizieren. Was haben wir da drinne? Da ist gar keiner drinne. Das Haus ist leer. Das Bergarbeiters Freude, okay. Tür haben wir hier. Da ist Truhe. In der Truhe sind drei Äpfel drinne und ein guckt Fisch und ein Brot. Mein Inventar ist gleich schon wieder komplett voll. Logischerweise schon wieder mal. Ach ja, wieso packe ich die Äpfel nicht da rein? Was haben wir? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Ne. Es müsste auch Apfelbäume Eisenbeere. geben, eigentlich. Ich habe noch keine gefunden, ne? Weil dann geht es auch schneller mit, wenn wir Goldäpfel Das brauchen oder sind so. doch dann nur stumpf die ganz normalen. Ne, es gibt auch richtige Apfelbäume. Ach so, okay. Weil da hat man Versteckte mehr Truhe. Ausbeute an Äpfeln natürlich. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie braunes Wasser. Ihr? Berühr es mal, ob es dich beschädigt. Ja, ich bin vergiftet. Ja, dann ist Das ist super es. gemacht. Dann gibt's das doch. Dann haben wir einfach nur Glück gehabt in unserer Stelle.
das ist ein Schwein mit einem schönen Hut. So, mein Hut. So, was haben wir denn hier noch so auf der Insel? Alter, ist hier viel los, ey. Meine Fresse. Oh, 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 oh. Ist ja gut. Ist ja gut. Klar bei dir. Durchatmen. Ja, ich hab hier so ein Spawner-Kreis gefunden. Für Hexe? Eine Spawner-Ruine. Ja, ich glaube, das ist so ein Hexenzirkel-Ding. Cool. Muss man aufpassen. Ach, da ist normal auch so. Sarathrona eingegraben. Ja, das kann sein. Das habe ich nämlich mal gelesen irgendwo. Oder mal gesehen. Okay, da ist eine Hexe. Ja, klar, wenn du Hexenspawner bist. Ja, nee, ich meine freundliche Hexe. Achso. Okay, da ist der Spawner. Und, oh, oh, das ist ein Werfer. Ein Sattel, Kürbiskerne, Eisenbarren und ein Drachenei. Und, und die Hexe hat mich beworfen, die eine. Mann, ich bin ja keine Fledermaus. Ich höre nur... Quietsch, 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 quietsch. Ist noch einer von euch in der Nähe? Ich bin am Haus. Am... Oh, ich glaube, ich... Oh, Alter. Im Keller. Ja, dann bin ich ja gar nicht mehr... Oh, das... Da bist du. Ah, da bist du ja. Bist du da irgendwie in meinen Keller von untergestoßen? So, ich habe jetzt noch ein halbes Herz Leben. Ja, ich sehe es. Läuft bei mir. Hast du eine Torte? Ich brauche ganz dringend Essen einmal, eine Banane. Da vorne ist so ein purpurner Baum. Der ist komplett purpur. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Baum hier? Was ist das? Das ist ein... Das sind ein magentafarben gefärbte Blätter. Was ist purpur? Lila? Nee, das ist jetzt Magenta, deswegen habe ich gerade Magenta gesagt. Aua! Genau. Ich glaube, den baue ich auch mal ab. So, aus Spaß an der Freude und so. So, ich habe jetzt angefangen, den Keller zu lagern. Ah, das ist gut. Da ist eine Hose auf dem Kopf. Ja. Ah, du warst länger nicht mehr da, ne? Du kennst mein neues Style noch nicht. So, ich habe jetzt magenta gefärbte Setzlinge. Also Eisen sollten wir jetzt vorerst mal genug haben mit 6 Stacks. Kohle brauchen wir, ganz viel. Oh, davon ist noch ein Haus. Kohle habe ich jetzt nichts mehr gesucht. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, scheiße gelaufen, Alter. So kann man es dann natürlich auch sagen. Hi Hexe. You are not skilled in the art. Oh Gott! Alter! Alter, da kam ein Skelett ins Haus und da ist ja so ein Zombie. Oh, die habe ich voll erschreckt. Das sind Nackt-Zombies. Greif mal nicht an. Wieso nicht? Weil sie nackt sind. Oh, fuck, ich werde verwandelt. Und cool. In den Nackt-Zombie? Ich will fliegen. Ja, ich bin das Nackt-Zombie. Okay, ich dachte gerade, das Schwein wollte mich angreifen, aber nee. Ja, wollt's denn doch nicht. Wahrscheinlich Schwein, ja. Ja, ne? Ich glaube, da vorne ist noch so ein Hexenzirkel. So, alles wird gut. Ja, was? Oh, ich habe noch einen Hexenzirkel gefunden. Oh, ja, da sind gerade zwei Hexen gespawnt. Nee, jetzt nicht, danke. Ich baue mich hier mal ein bisschen hoch gleich so. So, ich glaube, wir sind schon fast wieder am Überziehen, Leute. Ja, wir sind jetzt bei 15:28. Ja, dann passt das ja ganz gut, oder nicht? Ne, dann haben wir es wenigstens mal einmal pünktlich beendet. Moment, so. Jetzt will ich aber noch die Wand hinsetzen, sonst sieht das doof aus. Okay, dann warten wir jetzt. So. Sonst sieht es doof aus, aber ich kann doch. So. Okay, noch ein Fucking. Das ist gespawnt. Dann bringe ich die Dirt in die Dirt-Kiste. Dirt. Okay, Leute. Wie auch immer das ging. Ich bin soweit.
Juhu, na endlich, da haben wir ja schon seit Jahren drauf gewartet. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Leute. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. So Leute, das war's für diese Folge mit Attack of the B-Team, mit dem Slushy Blue und dem Mr. X. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt's doch in die Kommentare und lasst uns eine Bewertung da. Für weitere Tipps sind wir auf jeden Fall offen, denn für Inkompetenz haben wir Zeit. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal.